Wow, das ist ja richtig schön. Wo sind wir? Beim Aussichtspunkt. Mit den runden Kreisen, Leute, guck mal. Nee, das sieht aus, als ob ich so auf so ein Glas Wasser filme, Alter. Sturzlandung. Probier. Ich höre ein Geschenk bekommen. Ich kann schreiben, ein Freund versucht das gerade zu planen. Lagerfeuer-Guide. Ich zeige euch ein bisschen, wie das geht. Ich habe 300 Zutaten. Jetzt zünden wir erstmal das an. Das sind, glaube ich, Bananenpalmenblätter getrocknete. Jetzt zünden wir hier erstmal an. Ich habe jetzt keinen Feuerstein, aber das ist eh dumm, weil ein Feuerzeug ist eh besser, wenn der Wind nicht so stark ist. Das hier nochmal drauf, eine andere Zundersorte. Es dampft gerade nur so, weil das alles ein bisschen hat. Ne? Da noch ein bisschen Blätter drauf. Ja, das ist ganz speziell Raucharoma. Dann eine Menge kleines Holz. Und grobes Holz drauf. Und dann sehen wir uns gleich. Aber wir haben jetzt schon mal das kleine Holz schön fertig gemacht. Das heißt, wir brauchen nochmal diese geile Palmenholz und sowas. Ja, warte mal. Oder Pustnase, ja. Oh, Alter, ich habe hier richtig gutes Holz gefunden. Guck mal, wenn ich die hier reinlege. Zack. Und wenn ihr euch nicht dumm angestellt habt, dann habt ihr gleich Feuer. Okay, Mann. Wie? Das waren meine Zähne. Irgendwie ein Glitch. Ah, brauchst du ein Skelett? Was ist das für ein Skelett? Hallo. Gdy nad Wrocławiem dzień się budzi, w rynku budzą się kamieniczki. Na wieży ratusza złoty zegar się budzi, wybijać szczęśliwe godziny. A nad posami skopanymi zieleni snują się zakochani i mówią sobie, że nigdzie na ziemi nie można tak kochać bez granic. No po szynach niebieskie tramwaje, bez wrocławskich ulic, to ale to już nie moje. Da, ein bisschen Bambus rauf. Zack. Mal gucken, ob das gut brennt, ein Bambusstock. Bambusmoker. Ja. Das geht ja wirklich, ich dachte, das...
Puste mal! Nee, da ist es. Doch, doch, warte! Geht immer noch nicht, schade. Schade. Das ist eigentlich cool, wenn man. Puste. Sagen wir mal, hier ist Andi, hier ist Mercedes, hier ist die schöne Sonne, da hinten ist eine Katze. Hier, guck mal, da ist eine kleine Katze, die füttern wir die gerade die ganze mit leckerem Fleisch. Und wir haben hier einmal, ja, gerade ein Feuer gemacht, wir kochen jetzt erstmal gleich schön. Gebäckbeans, ja. Mit Chili-Beans, mit Wurst, Genau. Mit Zwiebeln. Ja, ja, okay, passt schon. Schnell weg mit dem, ne? Hier ist Mercedes Zelt, da pennt die schön. Wir haben hier unsere Hängematten. Da rennt Andi. Jesus Christ. Hey. Wir haben Essen. Legst du hoch, dann legst du dich wieder. Hier schöner Sonnenplatz. Ja, ich muss schon aufpassen, dass er nicht weggeht. Bitte. Oh yeah. Heiß. Wo sollen wir überhaupt essen, Leute? Boah, ich hab keine Ahnung, Mann. Wirklich nicht. Ich lieg jetzt schon in der Hängematte. Das ist Andi Hängematte. Da ist Mercedes. Die schläft auf dem Boden. Ey, das hört sich so fies irgendwie an gerade. Hm, komisch. Aber hier, die hat ein Zelt dort hinten. Ja, das ist voll schön hier. Da unten haben wir so eine Überdachung. Das ist genau sowas auch wie hier. Ja. Wir werden das überleben. Wir haben jetzt einen Tag geschafft und bleiben jetzt noch ein paar Tage, noch eine Woche. Ja, das sieht noch richtig schön. Do it! Geil! Er nimmt uns mit! Let's do it! Jetzt einen Aussichtspunkt angekommen. Nabe high. Nabe high. Nabe high. So, hier haben wir einen Burger mit Avocado und Erdnussbutter. Hier haben wir einen Optimisten, einen Realisten und einen Pessimisten. Ey, das ist... Achso, Entschuldigung. Alles scheiße hier. Und wir genau. Ja, der Pessimist hat auch nichts zu essen. Hast du wirklich... Wir sind Taschen, oder? Komm, den Gang. Hier. Was ist das? Geil. Thank you. Hammer! Was? Oh, ja! Ich hab erst Risse mit Sahne. Oh. Habt ihr Micha gesehen? Wo ist der? Der war doch eben noch hier! What's up?
an! Ja, ich habe Minze gefunden, Leute. Hier in Portugal, wahrscheinlich bei euch leider nicht, aber im Laden holt euch Minze, weil es ist so lecker. Ihr könnt da einen Tee rausmachen. Ja, sieht so aus. Und ihr könnt die Blätter essen, ist halt gut für den Hals, ist gut für Mundgeruch. Es ist wirklich einfach nur toll. Mehr will ich nicht sagen. Aber pass auf, ne? Esst immer das Richtige, macht euch schlau. Oh mein Gott, die eine. Achso, du nimmst auf? Ja. Achso. Hallo! Für Familie! Von Familie! Ich mach mal so ein schönes Video. Zähl es, mach mal Erdnussbutter rein. Zähl es, mach mal Erdnussbutter jetzt rein. Ja, wir essen gerade. Ja, ich wollte. Ja, da hinten die Kühe. Da hier ist Michas Löffel. Da ist mein Löffel, ja. Was Andi und ich teilen muss, weil er seinen Löffel vergessen hat oder verloren hat. Wer? Ja. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Tschüss! Ja, und Portugal ist voll scheiße. Hier, guckt euch das an. Es ist halt wirklich nicht schön, ne? Ne, wirklich. Die Kühe, du musst die Kühe nochmal dazu aufnehmen. Was wolltet ihr sagen? Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Nee, leider sagen die was nix. Aber ja, hier ist wunderschön, Leute. Leute, die Sonne ist gleich unter. Schau. Du Sau, du. Mach mir da jetzt. Du Sau. Da reinschütten? Ja, klar, Mann. Du bist so ein Genie und deswegen bist du unser Held. Schon. Ja. Okay, weiter. Das ist voll genial. Wir färben hier nur unsere Stoffbeutel. Soll ich mal mit dem Löffel da drin rum? Jetzt hört mich, wenn ich Nein, du musst ziehen. Das sind einfach Trompetenblumen. Das ist einfach so ein ganzer Baum. Ja, lass mal rein. Wow. Das ist voll schön hier. Ja, hier wächst Bambus. Hier, Micha, da ist der Bumpen noch weiter. Hören Sie mal. Indiana Jones. Abonnieren Sie jetzt, um mehr von Indiana Jones zu sehen. Erzähl mal, was gerade passiert ist. Wir haben einfach Essen bekommen. Ja. Wir haben die Null verstanden, aber die so komm. Und dann haben die uns Essen gegeben. Jetzt sitzen wir hier in so einem total dekorierten Häuschen. Wir haben Bier bekommen. Keine Ahnung, was hier kalt passiert ist. Und alles umsonst.
ein schwarzer Strand. Oh, die Sonne Zunge. Ach krass. Seht ihr die Zunge? Endlich. Oh, du weißt ja richtig rein. Das ist noch. Oh, das ist bald zum Essen gecheckt. Ich hätte immer was gekriegt, ne? Mm. Das ist so crazy. Oh, der weiß halt, man sieht es. So Leute, Aufklärung. Diese Stadt ist einfach nur Hammer. Hier, Mann, das muss hier rein, Leute, nicht hier auf dem Boden. Ey, das muss jede Stadt haben. Ey, wirklich, das ist richtig geil. Hallo! Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles gut? Warte, ich helf dir. Jawohl, ich hab einen Mensch gerettet. Das ist ja einfach. Oh. Ja, das laut ist, ne? Ja, Leute, wir kümmern uns jetzt schon zum Schlafplatz. Guckt euch das mal an. Das sind irgendwelche komischen Blätter, die einfach auf dem Boden lagen. Ganz frisch haben wir jetzt erstmal hier raufgepackt, weil der Boden sehr dreckig ist. Ja, das wird unser neuer Schlafplatz für heute. Schlaft gut. Ja, das war unser Schlafplatz. Jetzt gehen wir erstmal schön schlafen. Quatsch, was sage ich da überhaupt? Jetzt stehen wir auf und jetzt geht es zu einer wunderschönen heißen Quelle, die ist irgendwie 40 Grad heiß. Ja, da gehen wir mal jetzt mal hin. Schlafplatz war grausam, wirklich. Die Mücken haben uns kaputt gestochen. Ne, da war unser Schlafplatz, dann sind wir hier reingegangen. Ja, genau. Aber eigentlich war es sehr warm hier. Ja, das ist jetzt noch der Blätterplatz hier. Ja. Hier ist gerade Andi duschen gegangen beim Wasserfall. Auch richtig schön. Ja, nächste Tour, ne? Jemand hat uns wieder mitgenommen. Geil. Ich hab Sitzplatz. Stimmt. Ist bestimmt sicher so. Also mit meinem Gurt hab ich vergessen, aber. Ach, Gurt braucht man nicht. Der sitzt da hinten. Geil. Ey, du musst mal überlegen, mein Morgen, ne? Ich hab in einem Wasserfall geduscht. Und jetzt trockne ich mich. Guten Morgen, Freunde. Hallo YouTube. Hallo Welt. Wir pflücken hier gerade französischen Tee. Und daraus, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch schwarzer Tee gemacht. Und wir machen natürlich grünen Tee. Das heißt, wir pflücken uns ein paar Blätter und kochen den dann später. Beziehungsweise lagern den Tag im Rucksack, legen den vielleicht nochmal kurz in der Sonne. Und dann gibt's morgen schön Koffeine. Mega. Boah, jetzt geht's erstmal zu den heißen Quellen. Schön warm. Geil. Quelle. Hier gibt's, glaube ich, 5 Quellen. Einmal, glaube ich, 40 Grad, dann 25 Grad und noch ein paar andere. Das sieht, glaube ich, richtig schön. Bei dem tropischen Ort hier. Oh, ein Wasserfall gibt es hier auch. Boah, ist der heiß? Ein heißer Wasserfall. Oh, das wäre ja so cool. Hammer. Ja, Leute, wir haben auch gerade von so einem Bewohner hier auch einen Tipp bekommen. Wir sollen ein Vulkandorf besuchen. Stimmt. Das soll wohl richtig schön sein. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt da haben. Hm. Ja, einfach eine Stadt oder ein Dorf im Vulkan. Auch sehr interessant. Das klingt auf jeden Fall verdammt nochmal idyllisch. Es ist einfach ein warmer Wasserfall, Leute. Was ist das? Das ist echt.
Das ist die schönste Dusche, die ich je hatte. Es ist nicht kalt, wie immer im Wasserfall. Leute, ihr seht einen Schwefelwasserfall. Das ist eine Rarität. Hinter dir, Micha. Und nicht mitgenommen. Schade. Weiter geht's. Man muss eigentlich so machen. So, das ist stimmt, viel stärker als der hier. Ja, stimmt. So, eine Frage bitte. Ja, wir sind jetzt wieder beim Wasserfall angekommen. Es ist wunderschön, Leute, hier. Micha, hast du vielleicht noch ein Haken für mich? Oder hast du auch nur eins? Willkommen bei Indiana Jones. In dieser Folge suchen wir einen Schatz. Suchen wir einen Schatz. Aus Gold. Aus Gold. Wow, Alter. Oh mein Gott, hinter uns bricht alles. Schaffst du es? Ja. Yay. Jetzt geht's weiter, Leute. Hakuna Matata. Ich muss euch gern. Das heißt, keine Sorgen. Bis morgen. Cool. Andi und Micha. Das ist, glaube ich, Schwefel. Oh, ist voll heiß. Aber wir sind, glaube ich, hier in der Nähe von einem Vulkan. Und das ist, glaube ich, die Hitze. Das, boah, das ist richtig heiß, ne? Vulkangebiet hier. Das sind alles, ja, Ingwer-Pflanzen oder Schmetterling-Ingwer nennt man die. Überall auf dieser ganzen Insel ist das. Leider keine essbare Ingwer, aber das ist einfach so schön, Leute. Wirklich richtig schön. Hier sind einfach heiße Stellen. Ich habe mir gedacht, ich mache mein Essen einfach dort warm. Es ist einfach heiß. Alter, das ist voll heiß. Wow. Ich komme da gar nicht ran, glaube ich. Das Essen ist fertig, Leute. Ich mache schon mal hinter die Kulissen Video. Ich will andersrum. Heiß. Sauna. Ja, einfach mal die Hitze nutzen vom Vulkan. Voll geil. Leute, es ist einfach kochendes Wasser. Da will ich rein. Eine Runde peelen. Boah. Schaut mal, Leute. Hier leben die Menschen. Na? Voll süß. Die schwarze Kleine, das Gesicht ist so. Ihre Zunge guckt raus. Oh, guck, sie ist so. Guck mal, guck mal. Ja, zwei Stück. Hallo. Wie süß. Oh, seid ihr süß. Oh mein Gott. Oh, schau, hier eine Katze. Deine Babys wachsen perfekt. Ich weiß nicht, die wollen das wieder. Ja, wirklich. Ich will gar nicht auf.
sind jetzt hier in eine Teeplantage. In Europa die einzige Teeplantage. Hier wird Grüntee eingepflanzt. Ich werde euch das mal ein bisschen zeigen. Hier wird der Tee gerade vorbereitet. Die holen, glaube ich, das da raus. Wir werden jetzt erstmal einen Tee holen. Und später geht es auch noch mal zur Teeplantage. Da kann man rumwandern. Ich zeige euch mal gleich, oder ich sag euch mal gleich, wie es schmeckt und sowas. Voll geil. Let's do it. Grün Tee. Wir haben Dete und wir haben Dete. For free? Jetzt gibt es schön eine Tasse. Das ist einfach nur echter Grüntee. Nehmen wir mal den Tee. Dann haben wir hier noch einen Tee. Das ist noch eine andere Sorte. Zeig mal vom Geruch. Ne? Auf die Plantage gucken. Komm, wow. Oh, das ist schön. Prost. Prost. Auf Bruno. Auf Bruno. Richtig schön süßlich, blumelerisch. Das ist echt der Grüntee einfach nur. Keine zusätzliche. Ich finde, das riecht auch ein bisschen wie Schwarztee. Aber das ist einfach der geilste Tee, den ich eigentlich getrunken habe. Frischer geht's eigentlich gar nicht. Tschüss. Und wie schmeckt's? Wie ein normaler Keks eigentlich. Mm. Mit weißer Schokolade, aber man schmeckt nicht so den Grüntee raus, finde ich. Mm, stimmt. Aber das ist, die Vorstellung ist cool, dass eigentlich da Grüntee drin ist. Wahrscheinlich ist es dann der Koffein, der dann wach macht, der Keks. Mm, das kann sein. Ja, stimmt. Schmeckt ein bisschen wie so ein, diese Macadamia-Kekse von Subway. Mm. Ja, viel besser. Ja. So, aber ich meine, es erinnert so ein bisschen daran. Okay, das ist jetzt mit Ziegenkäse. Mm. Deine Meinung? Es schmeckt nicht nach Ziegenkäse, aber es riecht nach Käseziege. Das ist voll lecker irgendwie. Und der Geruch ist das sehr stark. Hm. Erinnert das so wie Käse, aber es ist dann doch ein Kuchen. Es ist voll Milch. Hm. Ich dachte, das schmeckt jetzt so stark nach Ziegenkäse, aber... Ja, ist voll süß. Hm. Alles voll mit Tee, Leute. Wow. Das schmeckt wirklich nach Grüntee. Weil wenn man die so isst, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Stärker als ein Tee da auszumachen. Voll lecker. Bemerkt. Boah, das ist ja richtig tief, Mist, wir müssen mal rein. Es geht fast 10 Meter rein. Boah. Ich glaube, ich mache ein Foto. Ja, das ist ja nicht die Kamera, glaube ich. Boah, die Trompetenblumen riechen wirklich lecker, ey. Das, Leute, sind heiße Quellen. Wir sind halt in einem Vulkan. Und hier hat sich eine Stadt aufgebaut und hier dampft es einfach alles. Das ist halt wunderschön. Wir gehen da jetzt erstmal hin und zeigen wir euch mal, wie das Nahen aussieht.
Guck mal, Andi, das hier an. What? Boah. Ja, wo kommt denn jetzt in das Wasser rein? Ja, stimmt, ne? Geysir-Landschaften sind geil, ich liebe Geysir-Landschaften. Hallo! Ey, wirklich, das ist der krasseste Whirlpool, den ich jemals gesehen habe. Natural Style, Mann. Ja. Okay, es spritzt hier richtig. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, aber. Immer, ey. Kopfschmerzen von den ganzen Dampf. Der ist von ja, stimmt, da war nicht viel. War schon mehr. Ich bin einer verstickt von mir. Wasser. Dankeschön. Oh, das ist gut hier. Da geht's ja weit mit Obst. Das ist ja nur ein Obstladen. Nur ein Obstladen, Leute. Schaut mal, Leute, ich habe hier nochmal so eine Ecke gefunden. Hier kann man auch Essen, sage ich mal, bestellen. Und dann würden die das dann hier einfach reinpacken. Zum Glück haben wir das umsonst gemacht. Weil ich glaube, das kostet, glaube ich, 75 Euro. Aber wir haben zum Glück eine Quelle gehabt. Einfach im Shop. Süß. Oh, Ich kann hier schlafen. Das ist ein Panda. Mhm.
Ich hatte einfach komplett umgekippt und trotzdem wächst der. Ne? Wow. Hallo! Holzstämme als Stufen sind auch richtig cool. Nee, warte noch mal, Alter. Hallo. Oh, sorry. Es war voll wegkicken. Hier, ey. Hammer. Alter, wenn ihr mehr sehen möchtet, abonniert. Boah, ist das groß, dieser Farn hier. Mitten im Dschungel nehme ich euch mit, in einer Bambuswelt. Richtig cool. Alter, das ist einfach alles Bambus. Da ist so ein Baum umgestürzt und deswegen bin ich mal hier runtergeklettert, weil nur so konnte man hier rein. Cool. Das ist einfach wunderschön hier. Is Panasonic pain the sound of
hier sitzen, angucken, schön die Sterne. Wir haben einen normalen Boden hier. Ach, der Wiese. Kommt mit in einen tropischen botanischen Garten, der fast 300 Jahre lang gepflegt wurde und ultimativ schön ist. Eine wunderschöne, giftige, nein, nochmal. Die wunderschönste, giftigste, tropische, nee, warte. Eine wunderschöne, giftige Tropenpflanze. Wir gehen heute in den Terra Nostra Park, einen der beliebtesten Orte auf Sour Mikkel. Ja, das ist richtig schön dort. Ja, und ich werde euch einer meiner schönsten Stellen zeigen. Das ist alles voll mit Bambus und ja, wir haben auch noch die, ich habe es gerade vergessen, und die Grotten werden wir euch zeigen. Das ist auch richtig cool. Ja. Und am Ende gehen wir noch in den Thermalbecken, wo, glaube ich, auch Schwefel drin ist. Und sehr, 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 sehr braunes. Ja, es gibt ein großes braunes und es gibt noch zwei kleine Whirlpools. In denen gehen wir auch noch schön. Ja, lasst euch überraschen. Heute nehme ich euch mit auf einen wunderschönen Wasserweg. Kommt mit! Oh, das hast du süß geguckt. Hast du Hunger drauf? Ja, so ist es auch bei mir auf der Reise. Wenn ich wenig Essen habe, dann habe ich richtig schlechte Laune. Aber ja, jetzt habe ich wieder Essen und es tut auch wieder gut, was zu essen. Ja, da wo wir gerade sind, da war, das ist voll cool, das ist so eine kleine Insel, wo man auf dem Wasser sitzen kann und das angucken kann. Die ganzen schönen Seerosen, Frösche sind hier auch. Leute, das ist einfach so schön. Ich bringe euch mal zu einer wunderschönen Grotte. Das ist wirklich sehr schön hier. Schaut euch das mal an. Mitten im Dschungel oder am Dschungel, wie auch immer. Boah, das ist wirklich eine andere Grotte, ne? Wow. Hi Mercedes! Boah, hier können wir auch schlafen für heute Nacht, ne? Boah. Voll schön. Ich komm nicht mehr klar. Heilige Scheiße. Das, Leute, ist der dickste und größte Bambus. Baum, den ich jemals gesehen habe. Es ist einfach Bambus. Richtig schön. Richtig schön. Ja, ich zeige euch jetzt mal die kleinen Bambus. Einmal ein schwarzer Bambus haben wir hier. Das ist hier der Klassiker. Ne, den kennen wir alle, glaube ich. Der schöne grüne. Cool. Hier ist ein bisschen so orange.
Na, schon interessant. Und schon cool, so ein oranger Bambus hier. Boah, dieser Durchmesser ist so crazy. Ich liebe Bambusbäume, wirklich, Leute. Ich liebe das. Unterschiedliche Bambussorten, Leute. Ja, Leute, hier sind auch noch mal eine andere Bambusart. Schaut euch das mal an. Richtig schön. Und eigentlich könnte man mit diesen Bambusrohren so Getränkbehälter rausmachen. Und ich habe mal von meiner Freundin mal gehört, man kann da drin auch Kaffee drinne kochen. Das ist eigentlich eine coole Sache mit Bambus. Boah! Huhu! Ist das schön hier? Leute, schaut mal, das ist einfach ein wunderschöner Fluss und gleichzeitig ein See. Und es ist schön warm. Das ist halt das richtig. Ich wie Ex Michael Jackson gerade. Mit witzigen Outfit. Braunen Fluss. Ist das schön hier. Hammer. Richtig schön hier, Leute. Oh, wow. Es ist ja mega warm. Ja. Alter. Es ist halt einfach, wir sind halt mitten im Vulkangebiet und fast jedes Wasser ist hier wirklich warm und kocht und einfach nur schön hier, Leute. Einfach nur schön hier in Portugal. Insane. Tasmanien. Was? Wie cool. Eukalyptusbäume sind so mit. Na gut, riecht man doch nichts. Vielleicht beim Anzünden, aber ganz schwach riecht man das. Ganz schwach. Aber. Das sieht man auch an den Blättern. Boah, ist der groß. Wenn wir vorhin die Blätter haben. Leute, kennt ihr den Massagebaum? Ich zeig euch den. Eine Wurzellandschaft. Das war's, Leute, mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, haut rein, ne? Ich genieße jetzt mal noch mal schön den Dschungel hier. Want the Snickers Polish starter pack, please? Obrigado. True rip. Was? Barbecue Rib. Dann nehme ich einen Chicken Bacon Barbecue. Das ist gar nicht warm. Mach mal zu wieder. Ey, das ist doch nicht geil hier, was ist das? Ja klar, Mann. Zum Glück habe ich kein Fufi reingeschmissen. Oh mein Gott, das ist hier aufgeplatzt. Oh Leute, der Vergleich. Das? Nee, das ist nicht das. Nee, ich habe das geholt. Das, wo ist der Bay? Ein 100 Bay? Ja, Leute. Stimmt. Guck mal, keine Soße, nix. Kaltes Fleisch. Barbecue. Barbecue. Rabbit Tour. Willst du es wenigstens probieren? Klar! So, Leute. Schmeckt's? Ist kalt. Is it cold? Hi. Hallo.
bisschen hinter den Kulissen gerade. Ja. Wir sind gerade auf der nächsten Reise. Ja, schon bekloppt. Wir sind in Spanien, richtig schön hier. Da kommt aber auch noch ein Video raus. Aber ja, für dieses Video, Leute, oder von dieser ganzen Serie, von den Azoren, ist jetzt auch das letzte Video gewesen. Wir haben wirklich voll viel aufgenommen. Das waren richtig schöne Momente, fand ich. Und das war richtig schön. Ich hoffe, dass wir euch das irgendwie auch schön machen konnten mit den Videos. Ob die auch schön waren. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Ja, lasst uns wissen, was wir besser machen können. Genau, ja. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ja. Leute, haut rein. Leute, lasst doch mal was da. Wenn ihr wüsstet, wie viele Leute ich aus diesen scheiß Videos rausgeschnitten habe. Ja, stimmt. Von ja. einem Herrn. Ich sag wirklich oft Leute am Anfang dieses Videos. Am Anfang und am Ende. Ey Leute, guck mal, Wasser. So Leute. Leute, wir essen jetzt. Leute. Ja. So, okay. Ich wollte gerade wieder sagen, Leute, haut rein. So Leute. Tschüss. Ciao. Voll cooles Ding. Auch wieder hinter den Kulissen. Boah, das ist richtig nah. Ja, oh, falls ihr euch fragt, warum ihr euch das hier eben angeguckt habt. Wir haben richtig viele Katzen gefilmt. Aber... Habe? Hier, die Babykatzen. Was? Wo das jetzt gerade drüber... Achso, ja, wenn es noch läuft. Wo es drüber laufen wird, eventuell ja, oder am Abspann. Oder vielleicht sieht das auch keiner. Man aber sieht uns immer noch so hinten. Wir haben es, ja genau, wir haben es aufgenommen, weil es ein bisschen langweilig war. Was? Nein. Also süß, aber es interessiert halt keinen, außer uns. Leider. Oder meint ihr Leute, doch nicht, ist doch cool. Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt beenden, das Video, oder? Ja, okay.